Hey Leute, ein cleverer Trick, den ich immer mache, wenn meine Haare blöd aussehen. Ich ziehe eine Mütze auf. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Worldwide Developer Conference von Apple, die gerade stattgefunden hat. Vorgestellt wurde iOS 16, ein neues iPadOS, ein neues WatchOS, ein neues macOS, ein neues MacBook Air, ein neues MacBook Pro und ein neuer Apple-Prozessor, der Apple M2. Alles Wichtige, was es zu wissen gibt, jetzt hier in diesem Video. Zu allen heute vorgestellten Produkten wird es selbstverständlich Reviews geben und ich halte hier ein unveröffentlichtes Smartphone in meiner Hand, wo noch diese Woche ein Review zu rauskommt, also abonniert auf jeden Fall den Kanal, um das nicht zu verpassen. Angefangen mit WatchOS 9. Das hat neue Zifferblätter, ein paar neue Einstellmöglichkeiten, eine etwas andere Optik und vor allem mehr Fitness-Features. Mir persönlich hat am besten gefallen, dass der Schlaf jetzt genauer getrackt wird, man genau sieht, wann man welche Schlafphase hatte und man Medikamente einspeichern kann. Mit Erinnerung daran, wann man die Medikamente nehmen sollte und auch mit dem Hinweis, wenn zwei Medikamente sich zum Beispiel nicht miteinander vertragen. Zum Beispiel sollte man Zink und Magnesium nicht zur selben Zeit nehmen, auch wenn das streng genommen keine Medikamente, sondern Supplements sind. iOS 16 hat ein großes neues Feature und das ist der Lockscreen. Und der ist wirklich sehr anders als bisher und ich muss sagen, ich sehe da sehr viel Potenzial für sehr hässliche Lockscreens, denn man kann ihn jetzt selbst frei anpassen. Sehr ähnlich zu einem Zifferblatt von der Apple Watch kann man jetzt beim Lockscreen eine andere Schriftart einstellen, sehr frei die Bilder einstellen, die zusammen mit dem Porträteffekt dann einen coolen Parallax-Effekt haben. Und man kann Widgets auf dem Lockscreen festlegen und die sieht man dann oben. Und, das finde ich wirklich richtig gut, Nachrichten sind jetzt unten angeordnet. Dadurch kann man sie natürlich leichter mit einer Hand antippen und direkt öffnen. Ich frage mich, warum noch kein anderer Hersteller auf die Idee gekommen ist. Man kann sehr, sehr viel anpassen, viel mehr als bei Android. Und das ist ja eigentlich überraschend, weil iOS früher überhaupt gar nicht anpassbar war. Und jetzt ist dieses System krass anpassbar. Man kann zum Beispiel auch zusammen mit dem Fokusmodus ein Bild einstellen für privat und eines für die Arbeit und dann werden so dementsprechend auch die Widgets und Nachrichten angezeigt. Das heißt, man kann mehr als einen Lockscreen haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass das ganz schön komplex wird und meinem Opa will ich das wirklich nicht erklären müssen. Der wird einfach sein Lockscreen haben, wie bisher. Und hoffentlich funktioniert's. Dieses Video wurde unterstützt von RhinoShield, die absolut beste Clear Case fürs iPhone im Angebot haben, die niemals gelb anlaufen wird und die Impact Protection hat. Heißt, hohe Stürze aushält, ohne dass euer iPhone, Display oder Rückseitenglas bricht. Dieses Case kann man sich umhängen, man kann es modifizieren, farbige Knöpfe dran machen und es gibt richtig viele coole Designs auf der RhinoShield Webseite. Jetzt ein neues von Haribo, eine Love Collection oder vielen Disney Franchises. Wenn ich eine Hülle benutze für mein Smartphone, dann wenigstens eine, die auch tatsächlich schützt. Und das ist bei RhinoShield der Fall, ohne dass diese Hüllen dick auftragen. Checkt den Link in der Beschreibung. Diese Woche bekommt ihr noch 15% Rabatt mit meinem Rabattcode und danach 5%. Cool ist in iMessage, man kann jetzt Nachrichten bearbeiten, um rückwirkend dann doch Recht gehabt zu haben bei einem Streit. Man kann Nachrichten zurückrufen, wenn man etwas geschrieben hat, was man lieber nicht geschrieben hätte. Und man kann Nachrichten als ungelesen markieren, um zum Beispiel im Nachhinein noch darauf zu antworten und sich daran zu erinnern. Die Diktierfunktion hat ein großes Update bekommen. Man kann jetzt einfach durchreden und es diktiert korrekt mit Satzzeichen und es sieht auch sehr viel schneller aus und man kann auch schreiben und diktieren gleichzeitig. Das ist sehr wie beim Google Pixel, aber das ist eins meiner Lieblingsfeature beim Google Pixel. Also ich bin sehr froh, dass das iPhone es jetzt hat. Außerdem kann man mit der Live-Text-Funktion, die allgemein super beeindruckend und praktisch ist, jetzt auch in Videos Texte auswählen und sie sogar direkt übersetzen, was natürlich praktisch ist, wenn man zum Beispiel eine Speisekarte in Englisch hat und sie auf Deutsch lesen möchte. In der Apple Wallet kann man jetzt viele neue Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel einen Führerschein oder Ausweis, aber in Deutschland geht das halt aktuell noch nicht. Die Home-App hat auch ein komplett neues Layout bekommen und ist jetzt übersichtlicher geworden. Mein persönliches Highlight ist aber noch das CarPlay, denn das ist jetzt nicht mehr nur so ein Homescreen, das ist ein komplettes Betriebssystem für Autos. Also man hat wirklich alle Displays komplett designt von Apple. Das kann total cool und clean aussehen, man kann die Optik verändern und das ist natürlich genial. Du sitzt da in deinem Porsche und hast da dein iPhone-Betriebssystem und siehst, wie das Wetter wird und ich werde das nie haben. Aber es ist cool, dass das geht, aber es kommt erst Ende 2023 raus, also noch eine ganz schöne Weile. Das neue macOS heißt macOS Ventura und bekommt als wichtigstes neues Feature eine bessere Multitasking-Übersicht. Man hat jetzt
ein Fenster in der Mitte und an der Seite eine Übersicht von allen anderen geöffneten Apps und kann so schnell zwischen denen wechseln. Man kann auch App-Gruppen erstellen, zum Beispiel hat man dann Notizen offen und Spotify und dann kann man das anklicken und direkt sind beide Fenster vor einem offen. Das stelle ich mir sehr praktisch vor, wenn ich für ein Thema recherchieren möchte, wo ich andauernd zwischen dem Internetbrowser wechsle und meinem Schreibprogramm. Das hier ist übrigens mein neuer Wallpaper. Er nennt sich Kuddelmuddel und ändert sich adaptiv über den Tag hinweg. 6K Auflösung, 8 Lichtstimmungen, Link unten in der Beschreibung. Außerdem ist jetzt natürlich Safari schneller und sicherer geworden und das Mail-Programm hat ein paar neue Features. Wirklich cool ist aber noch, dass man das iPhone jetzt als Webcam nutzen kann. Im Normalfall macht das nicht viel Sinn, bei einem Pro-Display schon, denn das hat keine Webcam und die iPhone-Weitwinkelkamera soll so weitwinklig sein, dass man sogar auf den Tisch drauf schauen kann, um dann zum Beispiel Sachen zu zeigen, die man auf dem Tisch gerade macht und sich selbst. Viel spannender ist aber, auf welchem Mac das Ganze läuft und zwar auf dem neuen MacBook Air mit einem neuen Design. Es ist nicht mehr tropfenförmig, sondern erinnert sehr an das neue MacBook Pro. Es gibt 4 Farben, ein Silber, ein dunkleres Silber, ein Schwarz und ein leichtes Gold. Es ist 11,3 mm dünn, das ist ziemlich dünn und es wiegt nur 1,2 Kilo. Die Anschlüsse sind MagSafe zum Aufladen, zweimal USB-C und einmal AUX. Heißt, man kann es jetzt aufladen und hat trotzdem noch 2 Anschlüsse, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Aufgeladen werden kann es übrigens in 30 Minuten auf 50%, also genauso schnell wie das neue MacBook Pro und das ist ein wirklich geniales Feature, was ich an meinem MacBook Pro total liebe. Das Highlight ist natürlich das Display, denn es ist nicht nur größer geworden mit 13,6 Zoll, es hat auch deutlich dünnere Displayränder bekommen und deswegen auch eine Notch, in der eine Full-HD-Webcam drinsteckt. Die Displayränder sehen nicht ganz so dünn aus wie beim MacBook Pro und es gibt auch keine 120 Hertz oder Mini-LED, aber es hat dieselbe Helligkeit im Alltag mit 500 Nit und das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall gewünscht habe. Außerdem hat es eine 10-Bit Farbwiedergabe und die Lautsprecher sind jetzt nicht mehr an der Seite von der Tastatur, sondern zwischen Tastatur und Display und sollen besser klingen. Ein Lüfter hat dieses Gerät nicht, denn der neue M2-Prozessor ist wieder so effizient, dass er so wenig Hitze erzeugt, dass es keinen Lüfter braucht. Und jetzt will ich über diesen M2-Prozessor auch mal reden. Er basiert wieder auf der 5-Nanometer-Fertigung und hat 25% mehr Transistoren. Er hat wieder 4 High-Power-Kerne und 4 Low-Power-Kerne, ist aber trotzdem 18% schneller geworden. Die Bandbreite vom Unified Memory ist 100 GB die Sekunde. Das ist 50% mehr als der Vorgängerchip. Und dieser Speicher kann bis zu 24 GB groß sein, anstelle von bisher 16 GB. Die Grafikkarte hat jetzt 10 Kerne und kann deswegen bis zu 35% schneller sein. Das entspricht statt 2,6 Teraflops beim Vorgänger jetzt 3,5 Teraflops. Ist also wirklich noch weit entfernt von den M1 Pro Chips, aber ein ordentliches Upgrade. Außerdem gibt es natürlich eine neue Neural Engine und neue Chips für Video Encoding und Playback, also das ist alles sehr viel schneller geworden. Das neue MacBook Air mit diesem Prozessor kostet 1500 Euro, das ist ein ordentlicher Preisanstieg und es gibt auch ein neues M2 MacBook Pro. Das sieht genauso aus wie das alte MacBook Pro, was komisch ist, weil es immer noch eine Touchbar hat und das ganze alte Design. Aber Apple bietet es weiter an, denn es verkauft sich super. Und als allerletztes hat Apple noch über iPadOS gesprochen. Meine Hoffnung war, dass es daran liegt, dass es jetzt macOS wird oder dass endlich Final Cut kommt, worauf ich seit Jahren warte. Aber nein, es hat sehr, sehr, sehr wenige Änderungen. Die wichtigste Änderung jedoch ist, dass es jetzt auch dieses Feature gibt vom Mac, wo man schnell zwischen Apps wechseln kann und das nicht nur auf dem iPad, sondern auch endlich mit einem ordentlichen Support für externe Monitore. Und das sieht sehr, sehr viel besser aus. Aber Moment mal, warum hat das Pro Display hier ein weißes Kabel? Apple verkauft das nur mit einem schwarzen. Mit weiß sieht es so viel besser aus. Was soll das? Warum kann ich das nicht kaufen? Außerdem wird das iPad Referenzmodi haben für das Display, wo es dann besonders farbakkurat ist und man kann die Skalierung umstellen, um zum Beispiel mehr Inhalt auf das Display zu bekommen. Das sind Features, die vor allem für Pros interessant sind. Es gab keinen neuen Mac Pro, es gab kein neues Pro Display, es gab kein Mini-LED Studio Display, alles Gerüchte, die im Vorhinein da waren. Es war ein recht langes Event, es war stellenweise zäh.
Ich habe persönlich, obwohl ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet, ein klein bisschen mehr erwartet, bin aber trotzdem sehr gespannt, iOS 16 im Alltag zu nutzen. Für mich sieht es nach einer sinnvollen Änderung aus und ich freue mich natürlich auch auf das neue macOS mit dem Multitasking-Feature. Was ist euer Highlight? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare und dann sehen wir uns spätestens im MacBook Air Review wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.